Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wie Elias und höre ein weiteres Video für euch. Und zwar möchte ich heute mal den Controller von der PlayStation 4 vorstellen. Der hat nämlich ein paar Special-Funktionen im Gegensatz zum Xbox One-Controller. Und zwar kann der ja ein bisschen Sound über sich geben, beziehungsweise von sich geben. Und das habe ich ja schon mal in einem Video aufgeklärt, aber ich möchte es einfach hier in diesem Video mal genauer zeigen. Und zwar ist es so, dass Anrufgespräche und Polizeifunk über diesen Controller kommen. Und das kann man natürlich auch aufstellen, dazu komme ich aber später. Ich möchte als erstes mal zeigen jetzt eben, wie das Ganze dann so funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anrufe, ihr könnt auch schon hören, die ganzen Handygeräusche kommen übrigens halt über den Controller, wenn ich jetzt zum Beispiel so rübergehe. Ich hoffe, das kann man gut verstehen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Kontakte. Ich tue jetzt mal meinen Controller extra so wie ein Spaß in die Luft halt, ne? Wir rufen jetzt einfach mal den Notfalldienst an. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Polizei rufe, dann versuchen wir uns vielleicht ein paar Sterne zu besorgen und dann könnt ihr auch mal ein bisschen den Polizeifunk hören. Und ja, ich muss auf jeden Fall sagen, als erstes mal mein erster Eindruck. Es macht wirklich sehr viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es ist einfach was ganz Neues, hier in First-Person-Mode zu spielen. Man kann natürlich das Ganze auch umstellen, wie ihr sehen könnt, indem man einfach hier dieses Touchpad reindrückt. Und dann sieht das Ganze eben so aus. Wir warten jetzt mal kurz, bis der Polizeiwagen da ist. Da hinten ist er schon. Und dann versuchen wir mal, da einzusteigen, wenn er aussteigt, ich hoffe mal. Komm her. Okay, fall halt weg. Egal, dann holen sich dann einfach anders. Und zwar schlagen wir irgendwelchen Leuten auf die Fresse. Komm raus. Nein, ich will nicht einsteigen. Ich hoffe, ich habe trotzdem Sterne. Nein, habe ich nicht. Okay, wir überfahren mal ein paar Leute. Okay, es gibt natürlich immer noch keine Sterne. Okay, da haben wir unsere Sterne. Jetzt hoffen wir mal, dass wir einen Polizeifunk bekommen. Wie ihr auch sehen könnt, es leuchtet jetzt blut. Das ist wirklich extrem geil. Also man kann sich wirklich aussuchen, wie man das spielt. Ich persönlich zum Aufnehmen muss das natürlich anders spielen, also über mein Headset oder halt TV, je nachdem. Aber wenn man so zur Freizeit halt spielt und nicht aufnehmen will, dann kann man das auf jeden Fall machen. Tut mir leid, bin ein Versprecher. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Um das Ganze umzustellen, müsst ihr einfach nur auf Start gehen. Dann geht ihr auf Einstellungen. Dann müsst ihr hier auf Audio-Einstellungen gehen und dann müsst ihr hier auf Controller-Lautsprecher an- und ausmachen. Also aus, wenn ihr es nicht haben wollt, an natürlich, wenn ihr es haben wollt. Aber ich persönlich lasse es jetzt so ein bisschen an, weil es einfach extrem geil ist. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich rufe jetzt hier nochmal jemanden an. Zum Beispiel Denise, wenn sie dran geht. Ich hoffe mal, wenn nicht, dann kommt der Anrufbeantworter. Geh ran, du Fotze. Okay, also macht wirklich sehr viel Spaß. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, das Ganze auszuprobieren. Und Polizeifunk. Naja, dann war es schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Und das war's von mir. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.